Maya, Mano Bado, Denoba, Dedan Dedo, Membawa, Sodo Kayo, Memba, Subu Kayo, Membawa, Anorado, Membawa, Sarwa Sede, Mebrayaza, Sarwa Karma Suta, Sedana Shreya, Kuru Hung, Haha, Haha, Ho, Bagao, Sarwa Dadan Gadan, Bazrama, Membazan, Banzembawa, Ma, Samaya, Sado, Ah. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann wäre jetzt eine Gelegenheit. Are there any questions? There will be an opportunity. Wer hat eine Frage? Questions? Any questions you have? Irgendwelche Fragen? So, unser Joyous Marda. Scheinen alle Fragen sich erledigt zu haben. It seems like all your questions got solved. All are answered. Vajramala. Can you speak a little bit about the differences between Sutra, Mahamudra, Tantra Mahamudra, and Essence Mahamudra? Number three and number four, they are coming a little bit about the Mahamudra here. Then I will say this. Das kommt vielleicht in dem vierten Vers hier ein bisschen zum Ausdruck und da könnten wir darüber sprechen. Das ist gut. Eine Frage, wenn das alles so einfach ist, wird das so schwer. So, the very simple question. If everything is so easy and simple, why it is so complicated? It's a mission. Your mind is complicated. Mm-hmm. Es liegt an dir, hat gesagt. Dein Geist ist so kompliziert. Du bist schuld. So if you can simplify your mind, everything is simple. Ja, also wenn du es hinkriegst, dass dein Geist einfach wird, dann ist alles gelöst. Alles einfach. Yes. Do you think there's a way to make it easier for children not to develop such a complicated mind? First, what you said? For children. Children. Yeah. That you can help children not to become too complicated in their mind. No, as a baby mind, before he or she speaks, when see things, there's no any complicated. Just see things. They have no any prejudice. This is good. This is not good. Like this, you know. It's very pure mind. The baby mind. But then, if you don't teach them, then they don't learn anything. You have to send them to school, you know. See? But then, it's good to have understanding of virtue, non-virtue, you see. As I mentioned, it's not, as a Buddhist,
the philosophy of Buddhist religion. Instead, it's a universal. Now, a lot of this nowadays, who are going to school, college, university, they don't have much sense of virtue and non-virtue. They learn technique of these technologies, science, and economic, how to make economic, and politics, you know. And then also they are taught how to manipulate, how to be smart. Not so there, of course there are some, you know, but not so much sense of virtue and non-virtue. See, so this I think, see these 10 virtues, 10 non-virtues are very important to learn. Doesn't matter what they believe in religion or not, still the 10 virtues are the basis of peace and harmony. 10 non-virtues are the basis of confusion. This is of course confusion, but suffering, you know, more, you know. Ja, die Frage war auf die Kindererziehung bezogen, ob man da etwas hilfreich sein könne, damit sich Kinder nicht gleich so verwickeln. Und nun zunächst einmal, der Bewusstseinszustand von Neugeborenen, etwa bis hin zu dem Alter, wo sie anfangen zu sprechen, ist ziemlich frei von Voreingenommenheit in der Sinneswahrnehmung und gleichzeitig aber müssen wir ja irgendeinen Prozess der Erziehung einleiten, sonst würden sie ja nie etwas lernen. Und in dem Augenblick, wo Ausbildung dazukommt, sind natürlich auch Begriffe und Bewertungen gleich dabei. Das ist wohl unvermeidbar. Aber es mag auf jeden Fall hilfreich sein, dass wir Beispiele und Maßstäbe geben für wohltuendes Handeln. Und das geht natürlich im Kern zurück auf diese 10 guten oder geschickten Handlungsweisen und das Vermeiden von diesen 10 ungeschickten. Es ist heutzutage so, dass viele überhaupt keinen ethischen Maßstab, keine Leitschnur des Handelns mehr vermittelt bekommen, kein Vorbild irgendeiner Art, sodass sie dann in ihrer Ausbildung nur noch der Maximierung ihrer Intelligenz durch irgendwie Wissenschaft, durch Business und so weiter folgen. Und da lernen sie dann auch noch obendrein, wie man Leute manipuliert und den eigenen Vorteil herauswirtschaftet und so fort. Deswegen ist es sehr wichtig und hilfreich, diese Grundsätze wohltuenden Handelns zu vermitteln. Denn letztlich geht alle Freude darauf zurück. Freude, Zufriedenheit, Frieden, Wohlergehen, alles gründet sich darauf, dass wir uns in den 10 Arten des guten, wohltuenden Handelns üben. Und die 10 Arten des ungeschickten, böswilligen Tuns sind immer ein Beitrag dazu, die Verwirrung unseres Geistes zu vermehren und auch direkt zu unserem eigenen Leide beizutragen. Oh, that day. So I think this is, so you don't have much questions. Now when we come to the bodhicitta, back on the base of the loving kindness, compassion. So you desire all sentient beings to have peace and happiness. You desire them to free from suffering. But how we can do that? We may have strong wish, totally strong wish to sentient beings, may they all have happiness. We may have a strong wish, may they free from suffering. You may go to the societies, do a lot of services,
wonderful. Lot of charities, wonderful. No, it's such a great, altruistic action. But still ask, at the end, will they free from all the suffering? Will they have all the peace and happiness? When they finish the food, when they finish the clothes, it's not, isn't it? Now what? What we should do, really? No, there are, in the world, there are some, really some individuals, just their whole life dedicate doing these things, good things. Still sufferings are not, I mean some, still the problem is not solved. Suffering is there. Those individuals, what they helped. Now at the end, you see, there comes the solution of bodhicitta. So bodhicitta, bodhicitta, free, which makes the individual free from the lower realms, establishes to the temporary higher status, higher realm, and without regarding to the Kashi, so aging, without regard to the aging and death, celebrates the bodhicitta. So then bodhicitta, what that mind is, as you know, it is composed of the two factors, the wisdom and compassion. Simgipani shendyuchir yangda zogbe changchubde undo nyanirwa simgipa so karisi karisi na shen simgye tamche dungyege narteba tata tamche shengitnyuchir dene sangye koma tabardebe di simgila mibi Ninja da, then it's so jolly maybe shut up. What the nila then it's on Josem Gabriels. Sanctuary Lucky, sick the young children of the Turinum Dangerba, Kashimab and Dangerba, Turilam Dangerba, Kashimab and Dangerba, San Josem La Chancellor. So it's a come as some auto. She hear it. Nison, sick Nisonian. Nison and Tabarcheva. See the same with the duck has on his own. Then you have three look over. Three land in a Sanja Salgova. Yes, well, you charge yourself. Ja, okay. Nun, wo sind wir angelangt? Hier mit unserem Entwickeln von liebender Freundlichkeit und dem Entwickeln von Herzensmitempfinden. Da, wo wir in aller Offenheit dieses Leid der Lebewesen um uns herum zulassen, wahrnehmen und ja, wir wünschen, dass sie frei sein, dass sie mit Freude sein. Wir wünschen ihnen, dass sie frei sein von Leiden. Und hilft das? Dann entschließen wir uns vielleicht zu tun, dass wir tatsächlich an Hilfe etwas leisten. Wir schreiben uns in irgendwelche Dienstleistungen mit ein, wo wir dann Leuten Brote austeilen und auf andere Weise zu Diensten sind. Aber wie viel wir auch tun mögen
Und wenn wir am Ende alle mit Nahrung zufriedengestellt hätten, wie lange hält das an? Wenn das letzte Brot gegessen, die letzten Krümel aufgezehrt sind und dann sind jetzt alle diese Lebewesen, die wir so versorgt haben, wirklich dauerhaft glücklich, dauerhaft von allem Leiden frei geworden? Okay, was braucht es denn dann noch dazu? Wie kann denn wirklich etwas geschehen? An dieser Stelle kommt jene Geisteshaltung ins Spiel, die Herzensmut oder Bodhicitta genannt ist. Und dieser Bodhicitta ist eine besondere Geisteshaltung, so wie es in dem Wunsch zum vortrefflichen Handeln beschrieben ist. Da heißt es, dass das, was Wesen aus den Niederungen des Daseins befreit, was sie in höheren Lebenswelten ansiedeln kann, was sie dorthin führt, wo kein Altern und Sterben mehr ist, zu diesem Bodhicitta Herzensmut verneige ich mich. Bodhicitta Herzensgesinnung wird hier vorgestellt als diese Geisteshaltung, die alle Lebewesen aus den Tiefen des Leides herausführen, sie in höhere Welten des Wohlfühlens bringen und schließlich jenseits von Altern und Sterben führen kann. Was ist das Merkmal dieser Herzensgesinnung? Sie hat zwei Aspekte. Die Definition finden wir zum Beispiel im Abhisamaya Alamkara, das ist einer der Texte von Maitreya, der erste. Darin heißt es, Bodhicitta ist zum Wohle aller Lebewesen Buddha-Erwachen anzustreben. Das sind zwei definierende Bestandteile darin, zwei Merkmale. Das eine ist, dass man die Lebewesen dort, wo sie in ihrem Leiden gefangen sind, mit der Tragweite und dem Umfang ihres Leidens wahrnimmt und den Wunsch des Herzens verspürt, sie aus diesem Leid herausführen zu wollen. Und zweitens, um dieses Ziel zu erreichen, dann vollkommenes Buddha-Erwachen anstrebt. Das sind die beiden Aspekte, das Leid der Wesen mit Mitgefühl wahrnehmen und dafür vollkommenes Buddha-Erwachen zu erstreben. Die Granada, Ningji, Jöbatsam Jege, Chanchosim Jebe, Kabayo Mares, Yeshi, Sanje Koban Tomde, Yeshi, Dede Tomde, Jöbatsam Jege, Chanchosim Jebe, Nyabaya Mares. Yeshi. Yeshi Tomde, Sanje Koban Tomde. Da Dini Tomne. Dini Sem Gis. O Jajene. Dange Sanje Koban Tomor Chigi. Sambe Gis Sem Di. Da Chanchosim Jege Mares. Und da Chanchosim Jege, Chanchosim Jebe, Nyabaya Mares. Gut, das heißt, wenn man diese Definition zugrunde legt, diese zwei notwendigen Bestandteile als Kennzeichen von Bodhicitta nimmt, dann bedeutet dies im Umkehrschluss, bloßes Mitgefühl, also großes, starkes Mitgefühl alleine ist noch nicht automatisch Bodhicitta. Umgekehrt, wenn wir den Wunsch hätten, die Buddha-Weisheit zu erlangen, das unser Ziel wäre. Wir wollen Buddha-Weisheit erlangen. Dieser Wunsch, diese Sehnsucht alleine ist auch noch nicht Bodhicitta. Beide Aspekte müssen zusammengebracht werden. Da muss dieses intensive Mitempfinden mit allen Lebewesen sein und die Sehnsucht dafür, den Buddha-Zustand zu erlangen. Erst dann, wenn beide zusammenkommen, dann ist es qualifiziert für Bodhicitta.
Oh, sorry. Yeah, no problem. Okay, English. Okay. Okay. So now, then, we have heard that bodhicitta was meant to have two characteristics. It's not one; it's two. It is said to be to strive for the sake of all sentient beings to achieve Buddhahood. So, when there are two characteristics, one alone won't do. And we just, to prove that, that means, to spell it out, if we just had intense compassion with all sentient beings, this alone will not be sufficient for bodhicitta. And on the other hand, if our heart's desire were to achieve the wisdom of the Buddha, and we were striving to become like to have the wisdom of the Buddha, this longing alone won't do for bodhicitta either. It is only when those two characteristics are joined, when there is equally the intense empathy and compassion for all sentient beings, seeing them in their suffering and wanting to liberate them, joined with a longing to become a fully awakened Buddha, then this will qualify for the noble heart of bodhicitta. So it's a cultivation. You cultivate. So otherwise, sometimes when we hear about bodhicitta, this bodhicitta is wonderful, it's great, everyone should have this, that, there's so many things there, looks so beautiful, you know. But sometimes we don't know what really that is. It's just some kind of vague idea, you know, looks very wonderful. You know, sometimes you feel it's so kind, so gentle, you know, and that's the bodhicitta, you know. So you have to be very kind, nice, all the time smile, you know. So bodhisattva, bodhicitta. But when you look really carefully in your heart, do I have bodhicitta? No. Then no idea. You know, there's no identification what bodhicitta is. See? So you see, it's very important first to identify bodhicitta. Capture the meaning of what bodhicitta is. Cultivate that. Then you can talk about that. Discuss about that. Practice about that. Sometimes without knowing what bodhicitta is, as a Buddhist, when you're born as a Buddhist, says, oh, bodhicitta is wonderful. You say, oh, okay, it's a science, it is good, you know. So this, you see, it's in the Abhisamma Alankara mission. Simchi panis. Simchi. It's a cultivation of the bodhicitta. It means sinjipani, shendunches, for others' benefit, desire to attain Buddhahood. So it's cultivation, you see. You make effort, give to rise within your heart. Ja, daran sollte deutlich werden, dass Bodhicitta eine Herzensöffnung, eine Herzensentwicklung ist. Denn es ist nicht einfach nur so eine Aufzählung von wunderbaren Merkmalen. Und wenn wir dann so in einer Kultur sind, wo alles von allen Seiten auf uns einströmt, die verschiedenen ganzen Begriffe, und das ist alles so schön, und Bodhicitta gehört natürlich auch dazu, natürlich wollen wir Bodhicitta haben, Bodhicitta ist sowas Tolles und ist so lieb und so gut und es tut allen so wohl, und dann reden wir in unserem Munde voll von Bodhicitta und es hat so den Eindruck von alles schön, alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen und so,
wiegt man sich so in diesem Wohlgefühl, dass man auf der richtigen Welle sitzt. Und schon, wenn man bloß in sich selber schauen würde, dann wäre vielleicht da gar nicht viel zu fassen. Wo ist denn da Bodhicitta? Was ist es denn eigentlich? Was in mir qualifiziert sich denn hier für Bodhicitta? Deswegen ist es so unabdingbar wichtig, dass wir zuallererst die Grundbedeutung davon erfassen, dass wir tatsächlich verstehen, einen Funken davon erhaschen, was mit Bodhicitta Herzensentwicklung gemeint ist. Und erst wenn wir die Bedeutung begriffen haben, dann können wir darüber reden, dann können wir prüfen und diskutieren und uns daran messen und schulen. Und dann wird vielleicht deutlich auch, dass dies tatsächlich ein Prozess ist, so wie es im Abhisamayala Alamkara heißt. Und da war dieses Wort, was vorhin genannt ist, da steht am Anfang eigentlich Herzensöffnung. Die Herzensöffnung ist zum Wohl der Wesen. Das wirkliche vollendete Buddha-Erwachen zu erlangen. Die Herzensöffnung ist zum Wohl der Wesen wirklich vollendetes Buddha-Erwachen zu erlangen, anzustreben. So, darin ist es direkt genannt. Es ist eine Herzensöffnung, eine Entwicklung, die sich hier vollzieht. Und es ist nicht das bloße Mundeführen von all diesen schönen Begriffen, was besonders natürlich da leicht fällt, wo man ohnehin schon in so eine Kultur eingebettet ist und vielleicht als Kind geboren wurde in einer buddhistischen Kultur. Da hat man immer schon gehört, dass Bodhicitta gut sei. Natürlich gehört das als Selbstverständlichkeit auch dazu, dass man darüber redet und all die Vorzüge preist. Aber wie viel an eigener Entwicklung findet da eigentlich statt? Das kann eigentlich nur dann geschehen, wenn wir begriffen haben, worum es dabei geht. How many sentient beings or how much there is? 성주 말하는 해봐. 낭배 털도 줄어봐. 제삼바. 심지어 말로 타야 대신데. 제삼을 해도 아니요 뭐 털 줄어봐. 다그만 안 타야 돼서 한번 오 다 틀어. Da die Kanga die wo Sem Katz Jego Sem Jin Theo Sem Jin Sem Jin die Nangwe Tartu Chupa Chasa Rwa Nangwe Tata Nyambe Tini Sem Jin Nangwe Nangwe Karjab Sem Jin Ki Chap Sem Jin Ki Karjab Ki Leda Nyomo Be Chap Leda Nyomo Be Chapa Samwa Tini Dunghe Ki Chap Deo Rwa Da Dunzo Le Sem Jin Dunzo Le Mikne Nyingji Tini Sanje Komo Tobar Deo Ba Deo. Und wir mögen uns an dieser Stelle fragen, ja, Herzensöffnung, aber wie weit sollen wir denn öffnen? Und diese Frage wird auch beantwortet in einem Wort aus diesem Wunsch zum vortrefflichen Handeln des Bodhisattvas Samantabhadra. Und darin heißt es, so weit der Raum ist ohne Grenze, so weit ist er von Lebewesen erfüllt. Und soweit da Lebewesen sind, sind sie von Geistesstörung und Karma durchdrängt. So weit soll mein Herzenswunsch sich jetzt erstrecken. Und da sehen wir, wo Raum Grenze hat. Raum ist ohne Grenze. Darin wären immer Lebewesen zu finden. Und wo immer zahllos viel, grenzenlos viele Lebewesen sind sie allesamt in ihren Bewusstseinsfunktion von Geistesstörung und von Handlungsverwicklung geplagt. Und wo immer das stattfindet, wird auch Leid die Folge sein. Und all dieses unsägliche Leid, dieser grenzenlos, zahllos vielen Lebewesen, gilt es mit unserem Herzenswunsch zu erfassen. Um ihrer Willen wollen wir vollkommenes Buddha-Erwachen erstreben. So, now, we may
wonder if bodhicitta is actually a cultivation of heart, an opening of heart, then how far to open? And this is well said in one verse taken from the Aspiration for Excellent Conduct, where it says, as far as there are the limits of space, it will be filled with sentient beings. And as much as there are sentient beings, they are filled with affliction and karma. And may my aspiration extend fully to all of them. So looking in this, we can see this is actually without any limit. Space, as we know, has no limit. And yet, wherever space is, it will be filled with sentient beings. And all those sentient beings' mind will function the same way. There will be afflictions and entanglement in action, followed by trouble, suffering, pain for each of them. In the being mindful and heart aware of all these troubled sentient beings throughout the extent of space, we resolve to strive for the fully enlightened Buddhahood. So then, Hishila Mikpa, objectifying to achieve the optimal goal was to achieve the Buddha's wisdom. So how many wisdoms there? Generally, it says limitless, but you can bring into two categories. Wisdom knowing as it is, and knowing everything, omniscient. So, Hishila Mikpa. So we're targeting to achieve that wisdom, or this wisdom, in order, sentient beings, to free from suffering. So this is called Mikpa. Simjala Mikpa, Nyingjik Simjala Mikpa, Sherabji Tsoshanla Mikpa, so what that is. Okay, jetzt könnten wir sagen, wir wünschen für zahllos, grenzenlos viele Lebewesen den Zustand vollkommenen Buddha-Erwachens zu erlangen. Diese Vollkommenheit des Buddha in all der Buddha-Weisheit. Für alle diese grenzenlos vielen Lebewesen, wie viel an Weisheit brauchen wir, wie viel an Weisheit gibt es? Natürlich gibt es auch grenzenlos viele Aspekte von Weisheit. Aber man kann sie alle in zwei Hauptkategorien zusammenfassen. Da ist einerseits Buddha-Weisheit, die alle Erscheinungen so sieht, wie sie eigentlich sind. Und da ist der andere Aspekt von Weisheit, von Buddha-Weisheit, der alle Dinge, wie viel auch immer sie sein mögen, erblickt. Nun, dies zusammengenommen, die Gesamtheit von Buddha-Weisheit, das ist es, was wir erstreben. Das ist unser Herzensziel, auf das wir uns ausrichten, zum Wohle aller Lebewesen. So sind da, wenn man so will, zwei Anteil in uns. Da ist der Anteil des Herzensmitempfindens oder des Mitgefühls, der richtet sich auf das Leid aller Lebewesen. Und da ist der Anteil in uns, der auf Buddha-Weisheit sich richtet, und den könnte man Intelligenz oder genaues Wissen nennen. Das ist Mitgefühl, Karuna, und es ist diese Intelligenz in uns, die Buddha, den Buddha-Zustand erstrebt, oder Pragya. Diese beiden Anteile in uns gilt es zu entwickeln.
What is that in English? The last part was missing. So there are the two aspects that have to be developed. So when we are looking for, when we are aware by compassion of all sentient beings suffering, for one, and we are aware of the supreme goal of Buddha wisdom to achieve, then what is directed to all the beings suffering is our compassion. What is directed towards the Buddha wisdom is our wisdom or intelligence, to use another word here, it's a different word in Sanskrit. Then the one that goes to compassion is karuna, and with the that intelligence or precise knowledge is pragya. Those two characteristics is what we need to develop. So, seeing these things, now you see these factors are important to understand. And then with this, you cultivate bodhicitta. So one who could cultivate bodhicitta is in Tibetan Changchub Sempa. Pa, pao. Tongone, pao, real, pao. Warrior is that. So sehen wir also, dass diese beiden Anteile, das Herzensmitgefühl und die Weisheit, die Intelligenz zu entwickeln ist. Und dies zusammen ist Bodhicitta genannt. Jemand, der von solchem Bodhicitta ergriffen ist, dessen Herzensgesinnung solcher Art ist, wird in der tibetischen Sprache Herzensmutiker genannt. Und tatsächlich, dies sind die wahren Mutigen. Das sind die wahren Helden oder Kämpfer in dieser Welt. So, where is Vajrayana practitioner? Is there anyone who hasn't got any empowerment, Vajrayana? Gibt es hier irgendjemand, der noch keinen Vajrayana Abhisheka jemals empfangen hat? See, everyone received the empowerment, Abhisheka. How many? Maybe 10, 20. No, so to practice these, all the Vajrayana teachings, bodhicitta, that what I've explained very briefly, that's the, what you call, capital for the Vajrayana practice. Without this capital, then I don't know what Vajrayana practice. See? So first we bring up the capital of the Mahayana teaching, the bodhicitta. First produce, then establish, build the strength. Then on the basis of this, then all different tools, factors you bring together. So receiving Vajrayana empowerments, those are the one of the very important factor for this, to exercise the bodhicitta. Wir könnten uns fragen an dieser Stelle, nun, wo steht da die Übung des Vajrayana mit in Zusammenhang? Wie ist das einzuordnen? Und da war die Frage, wer denn hier noch keinen irgendeinen gearteten Abhisheka in Vajrayana empfangen hat, niemand war darunter. Also, alle haben einen solchen Abhisheka empfangen. Aber wenn ich hier in aller Kürze eben die wesentlichen Merkmale von Bodhicitta berührt habe, dann haben wir gesehen, dass Bodhicitta aus diesen Grundelementen heraus entsteht in uns, dass da Liebe und Mitgefühl und Weisheit in uns genährt werden muss. Dieser Bodhicitta, Herzensmut, ist unser Kapital. Das ist das, womit wir arbeiten können. Wenn wir dieses Guthaben in unseres Herzens nicht besitzen,
Mit was wollen wir dann die Reise des Vajrayana bestreiten? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zuallererst, bevor wir überhaupt sprechen davon, wie Vajrayana-Reise im Einzelnen auszusehen habe, dann diese Grundvoraussetzung schaffen, das, was uns den Treibstoff dafür liefert, die Bedingungen dafür herbeiführen, dass unsere Herzensentwicklung in solcher Art verläuft, dass dort wahrhaft Bodhicitta sich entfaltet. So this practice is not just for this life's peace and happiness. So this practice is not just for oneself, so peace and happiness. So this is a mission, as a foundation for the peace and happiness, oneself and others. Happiness for this life, next life, until one becomes Buddha. See? And the reason because, you see, without doubt, as mentioned repeatedly, we all desire for peace and happiness. We all desire to free from suffering. There's no question. And for that, how much we sacrifice our life. We dedicate our entire life until we cannot walk. But then how much you achieved, how much successful is there. But if you cultivate bodhicitta, exercise, practice, then we got the, what called, all in one, in a complete, see, doesn't matter how many lifetimes it takes, but it's definite one day we'll achieve enlightenment. Because we made the connection, our mind and Buddha's mind. And we have the Buddha nature, and Buddha is fully revealed the Buddha nature. So potential Buddha nature what we have, and Buddha who is fully revealed, the Buddha nature, are connected. So it is something like we should say guarantee to attain Buddhahood. No, doesn't matter or takes time. Eventually, will achieve that goal. So cultivate bodhicitta, feeling of such a joyful, no? And this is not just we are talking about, as you read in the Bodhicitta Avatara, all the Buddhas of the past, present, and future as well, will attain Buddhahood by the cultivation and the practice of the bodhicitta. Wenn wir uns dieses Üben anschauen, diesen Weg der Kultivierung unserer Bodhicitta-Herzensentfaltung, dann ist dies nicht ein Übungsweg, der für das jetzige Leben alleine bestimmt wäre. Er ist doch nicht ein Übungsweg, der nur zu unserer eigenen Freude, zu unserem eigenen Wohlergehen beiträgt. Dieser Übungsweg bereitet den Boden für nicht nur unser Wohl, sondern das Wohl aller Lebewesen. Und es ist egal, wie lange es auch dauern mag. Schauen wir doch mal umgekehrt an, was wir bisher tun, was alle Lebewesen tun, überall und überhaupt. Wir sind fortwährend damit beschäftigt, unser eigenes Wohlbefinden herzustellen oder wiederherzustellen. Wir streben das ganze Leben lang, Tag für Tag, dafür, dass es uns besser geht, Freude zu erlangen, Leiden zu vermeiden, am Ende des Tages, am Ende unseres Lebens. Wenn wir gearbeitet haben, gearbeitet und gearbeitet, bis wir nicht mehr laufen konnten, was haben wir dann erreicht? Wenn wir umgekehrt aber unsere
Ziel in Bodhicitta setzen, da hinein investieren, dann ist darin alles enthalten. Es ist ein Ziel, wo wir in einem das Wohl unserer selbst und das Wohl aller Lebewesen erreichen. Es ist sozusagen ein komplettes Paket. Wann das geschieht, das ist egal. Wie viel Zeit und Leben es auch brauchen wird, spielt keine Rolle. Es ist nur sicher, dass irgendwann wir genau diesen Zustand vollendeten Buddha-Erwachens erreichen werden. Und das ist deshalb so zwangsläufig, weil wir unsere Herzen sehen mit dem Bewusstsein des vollkommen erwachten Buddha verbunden haben. Darauf richtet sich unser Herzenssehen, das selber kommt aus dieser Grundbegabung, die alle Lebewesen haben, aus unserer eigenen Buddha-Natur, wie man sagt. Und dass ein Buddha-Zustand ja nichts anderes ist, als da, wo diese Grundbegabung sich voll und offensichtlich entfaltet hat. Und wo unser Herzenssehen sich darauf richtet, ist da eine natürliche Verbindung. Und deswegen wird dieser Weg der Herzensöffnung, dieser Weg der Herzensschulung zum Wohle aller Lebewesen, Buddha-Zustand zu erstreben, zwangsläufig zu diesem Ziele führen. See, we have been in the samsara from beginningless time up until now. Every time we made so much effort to create happiness, peace in that life. But then he leave everything behind and go empty hand for the next. We start all over, all the time. If you think of this, you see, now, this time, I must choose a better path. This was somebody said, when I talked about the previous life, somebody asked, what is this? Can you prove there's a previous life? And I could have said a little better, you know, but I said, you cannot also disprove there's no previous life, you know. Kind of so daring, you know. But later I felt so bad, you know. You know, see, I think the other one, maybe no, they don't appreciate what I said. You know, so you cannot disprove also there's no previous life, you know. Ja. Oder lasst uns die Geschichte andersrum aufrollen. Wenn der Kreislauf des Leidens keinen festen Anfangspunkt hat, bedeutet dies doch nichts anderes, als dass wir schon seit Zeit ohne Anbeginn ungezählte Male von Lebzeit zu Lebzeit genau das probiert haben, was wir jetzt auch probieren, nämlich uns in diesem Leben gut einzurichten, ein gutes Leben zu haben. Wir haben uns jedes Mal durchgewurstelt, wir haben jedes Mal versucht, irgendwas draus zu machen und eine bessere Freude und Wohlergehen zu erlangen. Und was ist unterm Strich am Ende dauerhaft dabei rausgekommen? An jedem Ende eines Lebens ist alles, was wir dann erlangt und hatten und was wir haben und aufgebaut haben, haben wir zurücklassen müssen, war wieder verloren. Und in jedem neuen Leben haben wir immer wieder aufs Neue begonnen, dasselbe zu versuchen. Da muss einem doch jetzt einmal die Einsicht kommen und sagen, hey, das alles hat doch zu nichts geführt. Warum es wieder beginnen? Jetzt muss es doch einen besseren, einen intelligenteren Weg geben, den ich gehen kann. Gut. Wenn ich das sage, fällt mir ein, eine Geschichte, wo mich mal in einer solchen Unterweisung irgendwo jemand gefragt hat und sagt, hey, du redest da von früheren Lebzeiten, kannst du überhaupt beweisen, dass es solche früheren Lebzeiten jemals gegeben hat? Und ich habe dann gleich zurückgeschossen sozusagen, und das tut mir jetzt noch leid, weil ich hätte es sicher auch besser ausdrücken können, ich habe dann gleich gesagt, und kannst du beweisen, dass es keine früheren Lebzeiten gibt?
Was sicher richtig war, aber ich bin nicht sicher, ob es in dem Bewusstsein des anderen auch so viel Wertschätzung hervorgerufen hat. See, so now you said to study these teachings now. Then when you cultivated this aspiration bodhicitta, which means submission, you desire to attain Buddhahood. Now what we should do to attain Buddhahood? There's a way to get there. Now there comes this practice of the six paramitas. See? First of all, this is remember Changju Simji, Labja, Simji, the training of the aspiration bodhicitta, not giving up sentient beings from the heart, and reflecting the beneficial effects of the bodhicitta. See? Simji Limantan, Simji Penitina. And Sonya Sobhachawa. And then the accumulating or gathering two great accumulations. And repeatedly practicing the bodhicitta. Four. And fifth, reflecting on the five, avoiding the four unwholesome deeds and embracing the four wholesome deeds. So this is the training of the aspiration bodhicitta. See, from this, most important is not giving up any sentient beings from your heart. That means there's some bitter enemy who harms you. No, repeatedly irritates you. Still, look at their suffering, delusion. I will help when time comes. I will help when there's any opportunity. So this was very important. Nun. Wenn dies so bedeutsam ist, dass wir uns dieser Herzensentwicklung von Bodhicitta widmen und dass unser Hauptziel und Anliegen ist, zum Wohle aller Lebewesen, die da leiden in der Welt, vollkommenes Buddha-Erwachen zu erlangen, wie kann diese Entwicklung nun genau stattfinden? Wir haben gesehen, das sind diese zwei Anteile. Einmal sich auf das Wohl der Lebewesen zu richten, auf ihr Leid zu sehen und sie da rausführen zu wollen und dann vollkommene Buddha-Weisheit zu erlangen. Wie bringt man das Ganze nun in eine Herzensentwicklung, einen Weg? Und das sind eben die zwei bekannten Anteile von dieser Herzgesinnung, dass da einmal zuallererst eine solche Herzensgesinnung in uns als Wunsch wach werden muss. Da muss eine Sehnsucht, ein Streben danach sein, in dem sich das ausdrückt. Das nennt man Bodhicitta als Wunsch. Und dann gibt es im Gegensatz dazu Bodhicitta als Anwendung. So haben wir das kennengelernt. Lassen wir einen Augenblick uns den Blick uns darauf konzentrieren, was die Merkmale des Ersten sind. Was bedeutet es, diesen Herzenswunsch von Bodhicitta in sich selbst zu entfachen? Das sind fünf Merkmale genannt. Das erste Wichtigste ist, nicht ein einziges Lebewesen aus seinem Herzen auszugrenzen. Dann zweitens, das Wichtige ist, den Nutzen einer solchen Herzensentwicklung wieder und wieder zu erinnern. Sich ihm allzeit bewusst zu machen, warum es so wichtig, bedeutsam ist, einen solchen Weg der Herzensentfaltung zu gehen.
Das dritte ist, diese Herzensentwicklung immer wieder erneut zu durchlaufen, tatsächlich einen solchen Wunsch in sich immer wieder groß zuzulassen. Das dritte war, dass man die zwei Ansammlungen vermehrt, die beiden Ansammlungen von guter Geisteskraft und Weisheit. Und das vierte war dann, diesen Entwicklung immer wieder erneut zu durchlaufen, Bodhicitta tatsächlich zu entfalten. Und der fünfte ist, dass wir uns freihalten von vier unguten Merkmalen, die uns Bodhicitta vergessen lassen würden, und auf der anderen Seite uns des Gegenteils, vier weiser oder guter Eigenschaften befleißigen, die uns Bodhicitta in allen Lebzeiten immer wieder erinnern lassen. So, das sind die fünf Merkmale, die eine solche Entfaltung des Herzens als Bodhicitta-Wunsch begründen. Und wenn wir diese fünf anschauen, das erste, unabdingbare und wichtige ist, nicht ein einzelniges Lebewesen aus unserem Herzenswärme auszuschließen. Und wenn da irgendjemand wäre, der uns so widerborstig und störend als Feind daherkommt, dann gilt es genau an diesem einen Lebewesen nicht die Geisteshaltung des Bodhicitta aufzugeben, sondern auch dieses Lebewesen damit hineinzunehmen. Ist diese Bedingung erfüllt, dann haben wir den ersten Schritt von Bodhicitta Herzensentwicklung als Wunsch bewältigt. So, to attain Buddhahood, which we cultivated, then to exercise that mind, then there comes three training, Lavasum. The training of the morality, training of the samadhi, and the training of the prajna, the wisdom, awareness. See. So that Dodijen is in Lapsung Wantu Zen and Dawe Paru Chindushas. So these three training within the framework of the six parameters. So the generosity and morality and patience are in the morality section of the training. And the fifth samadhi is the samadhi. And the sixth prajna is the wisdom. And the fourth, perseverance, is a support of all of these three. So these the six parameters are the a complete practice to attain the Bodhicitta in order to attain Buddhahood. Ja, nun, die Entwicklung selber, dieser Herzensentwicklung von Bodhicitta, die muss stattfinden in sogenannten drei Schulungen. Diese drei Schulungen sind einmal die Schulung unseres Wohlverhaltens, die Schulung unserer stabiler Gesinnung, die Schulung von Weisheit oder Bewusstheit. Im Sutra Alamkara heißt es, dass durch drei Schulungen wird auf sechsfache Weise das Ziel erreicht.
was nichts anderes bedeutet, als dass die bekannten sechs Handlungsweisen der Bodhisattvas, die wir kennen als die Paramitas, durch Geben das Ziel zu erlangen, durch Wohlverhalten das Ziel zu erlangen und durch Dulden das Ziel zu erlangen und so weiter. Da sind die ersten drei der Schulung des Wohlverhaltens zuzurechnen. Dann haben wir das fünfte. Die fünfte dieser Paramitas ist durch Sammlung das Ziel zu erlangen. Nun, wie der Name schon sagt, das ist die Schulung der stabilen Gesinnung. Und schließlich der letzte, dem Pragya Paramita, durch Weisheit oder genaues Wissen das Ziel erlangt zu haben. Und das ist die Schulung von Weisheit oder Bewusstheit. Da fehlt noch eine. Nummer vier, Virya Paramita, durch freudiges Streben oder Einsatz, durch Einsatzbereitschaft das Ziel erlangt zu haben. Diese Paramita kommt allen anderen zugute. So kann man es auch verstehen, dass die Handlungsweise der Bodhisattvas, den sechs Arten dieses Handelns, zugleich die drei grundlegenden Schulungen vorantreibt. Oh. So, see, these all practices and all the steps are maybe, you know, the jewel ornament of liberation in that book described so precisely and step by step how to cultivate bodhicitta and how to practice the bodhicitta. So as you see, right at the beginning describes the Buddha nature, which is the foundation to cultivate bodhicitta. And then describes the precious human life as a basis to exercise the bodhicitta. Within in the sixth realm, the best choice is the precious human life. No. And then say how important this authentic spiritual master as a contributory cause. No. Then all the instruction from that spiritual master, say reflecting on the impermanence of all phenomena, reflecting in the suffering of the samsara. So we are not making samsara something bad, but we try to understand what samsara is about. And then with that condition, with that, the cause, karma, the play of the karma, describes so precisely. So karma is sometimes we don't want to pay attention, but it is very important because of the karma or the cause. Then anything can manifest. And without the karma, nothing can manifest. See? So then from there, as a foundation for both, so reflecting on these things, then you see samsara. It gives you some kind of wisdom that make you, this is not the desirable place to stay all the time. And said, now what to do? Cultivate bodhicitta. In order to cultivate bodhicitta, loving kindness, compassion described. With that, then all the bodhicittas, until one becomes Buddhas and performs Buddha's activities. You know? So it's not a so big book.
good size, but has such a complete information to study, practice. Und diese Herzensentwicklung des Bodhicitta ist auf so vortreffliche Weise beschrieben. In allem, was man an notwendigen Einzelheiten dafür wissen müsste, in jenem Werk, das wir kennen, als das eines der Hauptwerke von Gampopa, dem Juwelenschmuck der Freiheit oder dem wunscherfüllenden Juwel echten Dharmas genannt. Und darin findet sich diese Herzensentwicklung von Bodhicitta beschrieben und was Bodhicitta eigentlich ist im Kern und was die Voraussetzungen dafür sind. Es beginnt damit zu sagen, dass der eigentliche Grundantrieb, der Keim dieser Entwicklung als Buddha Chance und Begabung bereits in allen Lebewesen angelegt ist. Und doch dann zweitens nur in einer richtigen Arbeitsgrundlage der menschlichen Lebenswelt als entwickelt werden kann. Dass in allen anderen Lebenswelten diese Begabung nicht zum Ausdruck kommen kann und die menschliche Lebenswelt die kostbare Chance dafür darstellt, jetzt sich dieser Grundbegabung, dieses Buddha-Erbes in uns zu bemächtigen. Und dass wir dazu drittens uns der hilfreichen Bedingung, nämlich einem Herzenslehrer anschließen müssen, der uns mit Gutem vertraut macht, wie es heißt, einem Kalyanamitra, und dessen Unterweisung lauschen. Das, was wir dort an Informationen erfahren, ist die Aufklärung darüber, wie diese Welt in jedem Aspekt dem Wandel unterworfen, nicht dauerhaft und unbeständig ist. Und dass zweitens in dieser Unbeständigkeit sich unser Leben und überhaupt alles vollzieht als eine Wiederholung von Leid mit allen möglichen Risiken und Nebenwirkungen verbunden, ein Lebenskreislauf darstellt. Und auch wie unser eigenes Handeln dafür die Ursache setzt, welche Ausprägung von Leid wir erfahren. Mit solchem Verständnis gewappnet, gewinnt man vielleicht einen anderen Blick auf diese Welt, die Samsara oder Wiederholung von Leiden genannt ist. Das ist nicht, hat nichts damit zu tun, dass man versucht, diese Welt schlecht zu reden. Überhaupt nicht. Sondern einfach mit dem ernüchternden Blick der Übersicht darauf schaut, ob denn überhaupt die begründete Erwartung bestehen kann, dass wir irgendwo in dieser Welt, in diesem Auf und Ab des Lebens, einen dauerhaften Platz von Wohlbefinden erreichen könnten. Und dass eben genau dies nicht der Fall ist. Und dass alles mit diesem Risiko verbunden ist dass wir Opfer unseres eigenen Tuns sind. Erst wenn man sich dieser Tragweite bewusst wird und das umfassende Leiden aller Lebewesen sieht, dann wird man mit einem solcher Art ernüchterten Blick auch die Voraussetzung haben für Liebe und Mitgefühl, die dritte Unterweisung. Und mit Liebe und Mitgefühl im Herzen und dann als viertens eingewiesen werden kann in die Entfaltung der Bodhicitta-Herzensgesinnung, die dann über alle die beschriebenen Stufen, die wir vorhin besprochen haben, sich vollzieht bis hin zu vollkommenem Buddha-Erwachen und der Auswirkung davon. Man sieht in diesem Werk, das im Übrigen kein umfangreiches, dickes Buch ist, sondern ein handliches, greifbares Buch, dass das alles Rüstzeug, was man zu braucht für diesen Weg, darin enthalten ist.
Es ist ein Buch von ungeheurer Tiefe, obwohl es praktisch in Umfang von Erklärung ist. So now next is Chönam Tamje, Namdode, Namborotoba, Semkona, Simni, Yene, Makete, Tayutewe, Nambashins. Here we have translation. All phenomena are discursive thoughts, and the discursive thoughts are solely mind. Mind, as it is, is primordially unborn, like the sky, free from bounties and a center. So this langarshi bane suchore namdo. Chulu dondon loba yins. Chulu? Dondon tongwa te chinji loba yins. Kare chulu loba? Dondon loba. Chulu dondon loba. Chinji loba yins. Kare, nima tonyo? Odi. Digi ta. Digi. Background. Ja, damit kommen wir zu dem dritten Vers hier. In dem Text, der da ausgeteilt worden war. Und darin heißt es: Alles, was erscheint, ist bloß eigene Vorstellung. Vorstellende Gedanken sind doch nichts, sind doch ausschließlich bewusstes Erleben, Bewusstsein bloß. Bewusstsein selbst ist von jeher ungeboren. Es ist ohne Mitte und Rand, gleich wie Raum. So, dieser Vers hier geht eigentlich zurück auf eine Unterweisung, wie sie Buddha in dem Lankavatara Sutra gegeben hat. Und im Lankavatara Sutra heißt es, aufgewühlt durch gewohnheitsmäßiges Tun erscheinen diese hier vor uns wie äußere Sinnesgegenstände, erscheinen so und sind doch bloß Bewusstsein. Sie für Äußeres zu halten, ist der Weg des Irrtums. Wenn man also alle, wenn aus gewohnheitsmäßiger Geistestätigkeit heraus, aus aufgewühltem gewohnheitsmäßigen Geistestätigkeit heraus, sind diese, treten uns die Erscheinungen des Lebens als vermeintlich äußere Gegenstände der Wahrnehmung entgegen. Und obwohl sie so erscheinen wie äußere Gegenstände, sind sie doch zu jeder Zeit nur eigenes, bewusstes Erleben davon. Sie darin für etwas Äußeres zu halten, führt vollends in die Irre. Now, then this particular verse here that we just heard from the five verses here is based on a quotation from the Lankavatara Sutra. Also in the Lankavatara Sutra, there is also one verse that says, agitated by the habitual tendencies force, these here arise as outer object of senses, appear this way, yet are but consciousness or conscious experience of this. To hold them for outer leads astray or leads into error.
So it is by the force of all these habitual tendencies that all these appearances of life give us the impression to be outer objects of the senses to perceive. And although they appear as such, at any given moment, there are but our own conscious experience of this life. Being this way, still, to claim that there are outer objects existing somewhere outer of our conscious experience is about the path of error. So, see, this you, we all, I think we know, when even before we are fully realized, intellectually, when you investigate step by step, and then bring down to the atom, the smallest dust particle, and that also you divide, then you see this outer, the gross, the phenomena, what we see, what we hear, smell, taste, all you can bring down into the emptiness. So from that point of view, we can see this all are just a reflection of the mind, not exist as we perceive. So that's what is first saying. All phenomena are discursive thoughts. Now, all these discursive thoughts, we have mental afflicting emotions, concepts, perceptions, all these thoughts. It's manifest just from within the mind. See, so same. And discursive thoughts are solely mine. Now you look at you, you just pin down where's the mind exist. Then we can see just like a natural space is called unborn. Means you cannot find anywhere. It's unborn nature. So that, like yesterday, His Holiness mentioned, see, the Mahamudra. The nature is emptiness. No? So it dissolves all into emptiness and manifests from the emptiness. See? Like this whole planet, galaxies, manifest from the space and dissolve into the space. There's no other place to go. Isn't it? Okay, wir können das vielleicht intellektuell verstehen. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch so in der Weise, dass wir uns anschauen, was wir hier denn für diese Welt halten, die da uns außen als außen vorhanden entgegentritt. Außen vorhanden, denken wir, dass sie materiell vorhanden sei. Und wir wissen sehr wohl, das haben wir gelernt, dass all dieses Materielle, was uns dazu umgeben scheint, dass dies nicht ein gefügtes Ganzes, sondern aus vielen Teilen bestehendes ist und dass jedes dieser Teile natürlich wiederum aufgeteilt werden kann in viele Teile, bis hin man zu den kleinsten vorstellbaren Teilen käme, dann lassen sich auch diese Teile, und selbst wenn wir sie Atomos unteilbar nennen, dann lassen sich auch diese Teile wieder teilen in Teile von Teilen und dieser Prozess hat kein Ende, sodass man schließlich nichts Greifbares eigentlich da findet, sondern einfach in das Leere stößt. Nichts ist da begründbar, als dass es substanziell eigenständig in Partikel, Substanz oder Materie vorhanden sein könnte. Wenn dies begreifbar wäre, dann müssten wir doch sagen und fragen, was ist denn das, das uns hier so als außen vorhanden entgegentritt? Nun, all dieses als äußerst
außen vermutete, ist dann nichts anderes als Vermutung. Es ist die Vermutung, es ist das Vorhandenwähnen, die Vorstellung, das Ausgedachte. So, das ist dieser erste Satz hier in dem Vers 3. Alles, was erscheint, ist allesamt nur Ausgedachtes oder Vermutetes. Nun, diese Vermutung, diese ausgedachten Vorstellungen aber, wo finden diese statt? Die finden in unserem eigenen bewussten Erleben statt, nirgendwo anders. Darin sind sie eingebettet. Sie kommen aus unserem eigenen Bewusstsein, sie gehen wieder in unser eigenes Bewusstsein, sie sind Ausdruck unseres eigenen Bewusstseins. Sie sind ausschließlich unser eigenes Bewusstsein. Was ist denn dieses bewusste Sein nun selbst? Dieses bewusste Sein lässt sich, wenn man danach sucht, nicht auffinden. Es hat keinen Ort des Entstehens, des Vergehens. Es ist, ohne dass es irgendwo auffindbar entstanden ist. So heißt es hier, es ist wie Raum. Es ist frei von Mitte und Rand, wie der Raum selbst. Und das ist das, was wir auch gehört haben hier des anderen Tags von His, seiner Heiligkeit, der uns erklärt hat, dass Mahamudra dieses Leersein eben ist. Das Bewusstsein in alledem, unserem bewussten Erleben, nicht ein eigenständiges Dasein begründet. Es ist frei davon, fassbar zu sein. Kamapa rangju dorje chakshim alam yorwa yula tebe yume sem sutong sem la tebe sem yongwa tong ni la tebe ni zi rang sa zhe yose sem gini lu toba sho so di so ya res. Und das ist auch, war da irgendwas, was, was anything that he said in Tibet? No, no, okay. Und das ist auch erklärt wunderbar in einem der Verse des dritten Karmapa Rangjung Dorje, in seinem Herzenswunsch zum Erlangen von Mahamudra. Und darin heißt es, auf Gegenstände schauend, sind da keine Gegenstände, bloß bewusstes Erleben. Und auf Gegenstände schauend, sind Gegenstände nicht vorhanden, es sie sind als gesehen, als bewusstes Erleben. Auf bewusstes Erleben schauend, ist bewusstes Erleben eben nicht vorhanden, ist von seinem Wesenheit her leer. Auf beides schauend, wird alles Klammern an Zweiheit von selbst befreit. Möge die lichtdeutliche Grundnatur der Bewusstheit erkannt werden. This is very well said in a verse taken from the aspiration for Mahamudra by the third Karmapa Rangjung Dorje, where he says, looking at objects, no objects there are seen, they are seen as mind. Looking at mind, no mind to find, by essence empty. Looking at both, the clinging to two is resolved in its own place. May the luminous clarity of mind itself be recognized. Oh, that is an internet. That's the Chagya Chambos. That's the Mangusha Juzio Marta. Chagya Chambos, that's the Tuatisua. Also, questions ask, Sutra system of Mahamudra, Tantra system of Mahamudra, the essence Mahamudra, but basically Mahamudra is one, all in one. There's different interpretation, different explanations, and there's many different methods
to realize that. The view of Mahamudra is one. Also in that Mahamudra aspiration prayer, Rangchen Dorje mentions, you know, yila meche, dini chakyache, tatatewa, uma chenpo yinsu, dini kundu sokshen chekyachas, chikshi kundu tokpa dendro shos. So, Mahamudra, Matemika, and Dzogchen, they are in one nature. When you know one, you know the rest. Ja, nun, so sind wir bei Mahamudra gelandet. Und doch gäbe es so viel zu sagen und die Zeit ist kurz. Und da war noch diese Frage nach diesen drei Arten von Mahamudra. Dann soll ich noch erklären, Sutra-Tradition Mahamudra, Tantra-Tradition Mahamudra und Essens-Tradition Mahamudra, was der Unterschied sei. Nun, ungeachtet all dieser Werbung, möchte ich auf der anderen Seite einmal sagen, Mahamudra ist eins. Es gibt ein Mahamudra, das zu erkennen, zu erreichen ist und doch verschiedene Stile der Erklärung dafür, wie man dieses Ziel erreichen könnte. Dass eben da nur eines zu erkennen ist, drückt sich auch auf wunderbare Weise in dem bereits genannten Wunsch zum Erlangen von Mahamudra des dritten Karmapa aus, wo er im nächsten Vers bereits sagt, nicht bewusst einzugreifen ist Mahamudra. Von Begrenzungen frei zu sein, Madhyamaka, Mahamadhyamaka, dass darin alles vollendet oder enthalten ist, ist auch Dzogchen. Möge die Gewissheit in mir dämmern, dass eines erkannt, alles erreicht ist. So, then to say that verse in English, from the quotation from the third Karmapa, which points out that there is only one to realize, it says, then not to interfere with mind is Mahamudra. To be free of boundary is Mahamadhyamaka, that therein is all completed, is Dzogchen. May the certainty dawn upon me that knowing one is achieving all. Method, of course, in the Vajrayana system, like say, the six yogas of Naropa, they are the a method, especially the Dhumma practice, they are the method to reveal the Mahamudra. No? So that kind of method is not in the sutra. But in the sutra, it has its own method. The authentic teacher, master, gives instruction to the serious Dhamma practitioner. And he or she then practices this and realizes the Mahamudra. I know there are some teachers say Mahamudra is Tantra system. And the sutra, there's no Mahamudra, is a little confused, you know. But in reality, yes. Like specifically, like say, Samadhi Raja Sutra describes all the nature of the Mahamudra teaching. This is a sutra system. And Uttara Tantra, look at there, it's a Uttara Tantra text written by Maitreya. It's a sutra system, but it describes the total nature of the Mahamudra. Nun,
Wenn es um die Methode geht, diese Erkenntnis zu bewirken, dann sind da zweifellos in der Tradition auch die 6 Dharma des Naropa. Und unter diesen 6 Dharma, die zusammengenommen die geschickte Methode des Erkennens darstellen, ist insbesondere jene hervorzuheben, die als Chandali oder innere Hitze, Tummo, bekannt ist. Das sind geschickte Mittel, die ein solches Erkennen in uns hervorrufen können. Aber es sind nicht die einzigen Mittel. Das ist zweifellos Teil von Tantrayana, diese 6 Dharma. Diese Mittel sind im Sutra nicht gelehrt. Und daraus die Folgerung zu ziehen, im Sutra gäbe es keinen Mahamudra, die ist nicht richtig. Im Sutra gibt es dafür eigene Methoden. Es ist die Unterweisung eines kundigen Lehrers genannt an jenen Schüler, der dort aufnahmebereit ist, gereift ist, um diese Information in Erfahrung zu bringen. Und natürlich gibt es manche Lehrer, die sagen, bewahre, dies ist alles nur Tantra. Im Sutra gibt es von jeher kein Mahamudra. Auf der anderen Seite gibt es es. Es gibt es, wie Samadhi Raja Sutra zeigt. Samadhi Raja Sutra erklärt in Tiefe und Breite all das, was zu Mahamudra-Belehrung gehört. Oder Uttara Tantra, jene letzte Belehrung von Maitreya Buddha. Genau darin finden sich alle Aspekte von Mahamudra dargelegt. Okay, we wish have a little longer time. In the Uttara Tantra text mentioned, Dila Seja Chiyam Shagwar Chawa Chungsem Yanda Nyela Yanda Ta Yanda Tuna number 2 is the direct instruction of the Mahamudra. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit hier, aber lassen wir uns nur auf diese eine Stelle schauen im Uttara Tantra. Da steht es doch, gesagt. Da heißt dieser Vers, heißt, nicht das geringste bisschen gilt es hier zu entfernen. Das kleinste ist nicht hinzuzufügen. Auf das, wie es richtig ist, in richtiger Weise geschaut, richtig gesehen, vollends befreit. Or to put it in the verse of the Uttara Tantra, it says, not the slightest bit to be taken away. Here is not the slightest to add to it. To see what is correct in the correct way, correctly seen, fully liberated. This quotation is not just from Uttara Tantra, from Buddha's Sutra. Nambarimbuchendo. Nambarimbuchendo. The precious space Sutra. Nun, man muss wissen, dass diese Unterweisung von Maitreya Nath nicht von ihm selber so erfunden sind, sondern sie sind gewissermaßen Zitate auch aus anderen Stellen, die die Originalworte des Buddha darstellen. So ist dieser Satz selber entnommen aus dem Sutra, der heißt Sutra von der Essenz des Raumes oder vom Wesen des Raumes. Did he say that in English? Yes, okay. Yes, I said. So now, so through this step-by-step study, practice, we or individual becomes the Buddha. Then here we have from the natural radiance of Dharmakaya, free from polarization, free from elaboration, power of the union of wisdom and compassion spontaneously arise within the dimension of noble, awakened activities are performed for the benefit of beings in whatever way they are tamed. So see, by practicing this now Mahamudra and a combination of the wisdom and compassion, understanding of emptiness and wisdom, and practicing that,
and all the mental delusions, obscurations are fully discarded, purified, and one becomes the Buddha. So the Buddha, this we identify as Dharmakaya, not the statue or Nirmanakaya, but Dharmakaya. That's the one's own benefit. Means one is free from all the suffering now and causes of suffering. See? Then from there, as we cultivated bodhicitta to benefit all sentient beings, then Buddha, from within that, Dharmakaya, Buddha manifests Sambhogakaya, Nirmanakaya, and performs all the different types of activities. It's a shesha-sise, manifest to all the objects that ever is knowable in order to benefit sentient beings until the end of samsara and without effort. Ja, wenn wir nun solcher Art uns üben, dann werden in uns alle Arten von Geistesstörungen befreit werden. Alle Turbulenzen unserer Bewusstheit, alle Störungen und Aufwallungen werden in sich selbst befreit und gelöst und wir werden vollkommenes Buddha-Erwachen erlangen, so wie dieses hier in dem nächsten Vers, Nummer 4, ausgedrückt ist, wo es heißt, aus Dharmakaya, frei von Beiwerk, in seinem Eigenleuchten erscheint spontan die Ausdruckskraft der Einheit von Weisheit und Liebe, die zum Umfang, zum weltumspannenden Umfang des zu Wissenden in Aktivität sich zum Wohle der Wesen, die zu zähmen sind, ergeht. Was ist damit gesagt? Wenn wir durch Üben von Mahamudra, von dieser Essenz, frei werden von aller Geistestrübung und Geistesstörung und darin reine Buddha-Wachheit erlangt ist. Was ist diese Buddha-Wachheit? Sie ist nicht eine Form wie eine Statue. Buddha ist im eigentlichen Sinne Dharmakaya. Dharmakaya hat keine Form, Gestalt. Und das ist der Nutzen für uns selbst. Das ist der Nutzen davon, frei zu werden von jeder Begrenzung, auch der Form, der eigentliche Buddha-Seinszustand. So in diesem Dharmakaya-Buddha-Sein jedoch erscheint dann spontan all jenes, was zum Wohl der Lebewesen in Gestalt und Form sich zeigt, was dann in solcher Weise durch Liebe und Mitgefühl in Einheit soweit auch alles an Erscheinung in dieser Welt zu wissen und zu kennen wäre, mit seiner Aktivität durchdringt. Die Buddha-Aktivität, die allzeit und ununterbrochen an jeder Stelle des Wissbaren in dieser Welt zum Ausdruck kommt und die dort zum Wohle aller Getriebenen, aller Lebewesen, die zu zähmen sind, wirkt. Sie wirkt ohne Unterlass und ist unermüdlich und spontan und planlos in ihrem Ausdruck. Hold us. Then the last one, I should read it. One's own mind is set in the state of bliss. This means when you practice. Means free from all the negativities
And by mindfulness and awareness, or here I said alertness, awareness and heedfulness. This is the principal method to keep your mind in the right place. With such a balance, not too tense, not too relaxed. No? So that's your practice. Through these practices, whatever virtue you have accumulated, practice of both citta or mahamudra or together, all this, see, in the mantle of the ultimate bodhicitta, within the non-financial sphere, the root of virtue is dedicated. Then all the virtue that you have accumulated, that dedicate to attain complete Buddhahood for the benefit of all sentient beings without any expectation. Nun, damit kommen wir zu dem fünften und letzten Vers. Und der könnte davon, wie es für uns in unserer eigenen Übung nun steht. Und da heißt es: Mit Bewusstheit, Wachheit und Umsicht. Ist mein eigenes bewusstes Erleben in einem Zustand des Wohlgefühls, ein fortwährendes Wohlgefühl. Damit ist ausgedrückt, dass diese Elemente, die wir auch schon anderen Tags hier benannt haben, einerseits diese achtsame Bewusstheit, Aufmerksamkeit und dann auch wieder diese Wachheit, die eben genau dies beobachtet. Beides, dass sie in einer Umsicht vereint hier wirksam sind. Und wenn das mein Üben ist, ist darin eine tiefe innere Ausgeglichenheit, ein Wohlgefühl, das das eigene bewusste Erleben durchzieht. Nun, wenn ein solches Wohlgefühl erreicht ist, dann was gilt es damit zu tun? Und das wird in den letzten beiden Zeilen ausgedrückt. In dem Mandala des Bodhicitta, eigentlichen, wirklichen Seins. Und da ist die Rede von den zwei Arten von Bodhicitta, dem Bodhicitta, der sich an dem Anschein orientiert, und hier dem Bodhicitta, der eigentliche Wirklichkeit begreift. In diesem Mandala, in der Weite dessen, was keinerlei Bezugspunkt mehr kennt, darin sei der Keim des Guten gewidmet. So, ohne dass da irgend noch ein fester Bezugspunkt vermutet wäre, dennoch alles, was an guter Geisteskraft entsteht und Keim und Anstoß für weiteres Gutes wäre, das zu widmen und zu verschenken zum Wohle aller Lebewesen. Das ist auch so. Time is over. Jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Okay, now. Katja, so we should stop by now. It's okay. What is here? Say it. You see. See, this is dinner time. You see. Excuse me. The tell me do the color that Jesus on the antique. Alles. Are you sure? I'm okay, you know. Anyhow, now say if you have any some questions, if you have, yeah. Mm-hmm. Aber vielleicht wäre eine Gelegenheit, Fragen zu stellen, wenn denn da welche wären. Sagst du Bodhicitta oder Bodhicitta?
Was meinst du damit? Budi, Budi. Ja, okay. Und ein Körper, ein Geist? Ja, was meinst du mit einem Körper, einem Geist? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, du meinst also den Körper, so wie du Körper aus Fleisch und Blut? Aha, okay. Und dann weiter, was war das Zweite? Ein Körper, ein Geist und dann? Auf der einen Seite der Schlüssel zu ein Körper, ein Geist, auf der anderen Seite das Ergebnis von einem Körper, ein Geist. Okay. Da Santo Sem se war, oder? Die Koran Samlu Tamgare. Santo Gisem. Santo Gisem, die da Koran Zen Giluk so Gishishagen, denn da Zikchi Jore, da Lüchik Semchik se war. Rüchig Semchik, die Konsole Tani, die Mixer, die Tani Tiyos, oder? Da Lüchig Semchik, die Tokbe, Giutravo, Sanchu Semre, Yang, Lüchig Semchik, Trevo Yang, Sanchu Sem Yinzare, de Be. Lüchig Semchik, I think so, it's. As I brought the quotation from Langa Avatara, Bajajin Trubale Tondo Nao Rabduch, Doyo Maye Semiedi, Chiru Tondo Logbayis, says that our body is the reflection of your mental state, you see. It's from the mind. Then, so first of all, you see the karma is created by the mind. So, depending to the different state of the karma, then our body is, YouTuber established, you know. So I don't know how to use different the mind and the body, you know, in this sense, you know. Yeah. See. So there's no separation. See, when you go to the real those Dharma practice teachings, of course, in our relative state, yes. When you die, body leaves behind, and consciousness goes for the next life, you know. So those things there. But the body is the result of the karma, which is created by the mind. Yeah, maybe first to repeat that question in English. I think it wasn't clear. Is okay? Okay. Ja, also in diese Frage, auf diese Frage einzugehen, vielleicht hilft dabei dieses Zitat aus dem Lankavatara Sutra, was ich bereits vorhin genannt habe, wo es heißt, aufgewühlt durch diese Gewohnheitsmacht erscheint dies hier als äußeres und äußerer Gegenstand, erscheint als äußeres und ist doch bloß bewusstes Erleben davon. Es als äußeres Licht zu vermuten, führt voll in die Irre. Wenn man dies zugrunde legt, dann ist unter all dem, was wir als äußerlich wahrnehmen, auch unser Körper zu nehmen. Dieser Körper, diese Körpererfahrung ist zu jeder Zeit auch unser bewusstes Erleben dieses Körpers. Dieser Körper selbst ist eine Widerspiegelung unseres eigenen bewussten Erlebens. In unserem bewussten Erleben vollzieht sich das, was man als karmische Verwicklung, als Handlungsverwicklung bezeichnet. Und die Folge davon zeigt sich oder offenbart sich dann als unsere Körpererfahrung. Körpererfahrung ist so das Resultat eines geistigen Prozesses, den wir durchlaufen sind. Natürlich
haben wir auf der anderen Seite in gewöhnlichen Worten den Eindruck, als ob unser Körper hier und unser Bewusstsein dort sei und da, wo das Leben dann irgendwann zu Ende geht, es sich eben darin zeigt, dass der Körper stirbt und zurückbleibt, Bewusstsein aber irgendwohin fortzieht. Und doch ist zu jedem gegebenen Zeitpunkt das, was wir als die Erfahrung unseres Körpers bezeichnen, die Empfindung unseres Körpers, doch nichts anderes als unser eigenes bewusstes Erleben davon. Dieser Körper ist das Produkt unserer eigenen Gewohnheitswahrnehmung dieses Körpers. Und vielleicht kann man es in diesem Sinne ausdrücken, dass dann da niemals eigentlich eine Trennung da wäre. Das gibt in so gesehen, kann man gar nicht sagen, dass es Körper das eine und Bewusstsein das andere sei. Denn was wir als unseren Körper bezeichnen, ist eben unser Erleben von diesem Körper. So actually I want to know what it means, one mind, one body, what does that mean? Die Konsula da Dichinimbogi Tanji Chiktawo in Kelangre Sengi. Oh, wow. Mm-hmm. So one mind is like Buddha nature. Then one body? Also Bodhicitta, Buddha nature. Yeah, it's a word from Dogen. Dogen Zen. So are they differentiated or one nature? Sind das denn, wird das unterschieden? Wird dann gesagt, ein Körper ist eines und ein Bewusstsein ist ein anderes? Okay, dann hat es ja genau getroffen mit seiner Antwort. Ja, gut. Okay. Die Konsole, wenn Sie Chelsea haben, da lüsen, dann hat sie Lügi, Kasa, Lügi, Njamnjong, Insa, oder? Lü, denkt der Bempo da, eine Siro, du immer mal Lügi, 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 Njamnjong, Resen, Sem, Seba, da, Karisan, dann hat sie Sem, Njamnjong, Resen, da, dann, Chikba, Insa, da, 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 Len, da, Sungba, da, 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 yes, please. You talked about Madhyamaka and Mahamudra and Dzogchen being the same. Yes. So can you, Mahamudra and Dzogchen, we already spoke about that. Yes. But Madhyamaka? Madhyamaka, yes. As a Madhyamaka usually describes as like free from the eternalist nihilist. Takche ke tata dewa. Takche tata da cheta laso ba tata dewa umayins. Se tata cheta laso ba tata dewa umayins. So Madhyamaka is the for example, said the eternalists, nihilists, so forth, free from all the tata deva, free from all elaboration, says this, Madhyamaka. No? So you study all Matlaksi, Madhyamaka Avatara, there you can study all about the Madhyamaka. No? So, neither born nor not born, so forth. Yoba mai dawe tang ma six. No, it's not. It is not exist because not seen by Buddha. It's neither non exist, neither non exist is the basis of samsara and nirvana. So it's free from these two extremes. So that's Madhyamaka, you know. So
same is goes to the Mahamudra and Dzogchen as well. Because when you say they're all at the end, say the achievement is Dharmakaya. When you study Matamika, say, and describe all, so then at the end, old conclusion is the Dharmakaya. Now, likewise, Mahamudra and Dzogchen. And Mahamudra will talk about the Vajradhara, which is Dharmakaya. And Dzogchen then say, discuss about the Samadabhadra, which is Dharmakaya. So Dharmakaya is one nature, pervasive. So all is masam chume shera parche magi menga nangpe ngoni so so rang reishi juwa. Oh, that is the Mahamudra, Matamika, and Dzogchen. Und die Frage war danach, wie in diesem einen Vers des dritten Kamapa genannt, doch da die drei großen Wege, der Weg von Mahamudra, von Mahamadhyamaka und von Dzogchen, als eines identifiziert werden. Und wir haben vielleicht schon viel gehört, dass Mahamudra und Dzogchen doch gleichbedeutend, gleichwertig und zum gleichen Ziele führen sind. Nun, wie verhält sich das mit Madhyamaka oder Mahamadhyamaka, wie es hier benannt wird? Und dazu muss man wissen, was ist denn das eigentlich? Von was ist die Rede davon, Madhyamaka, dass die Mitte nur sei? Die Mitte von was? Und die Bestimmung hier, wie sie in dem Vers des dritten Kamapa heißt, heißt frei von aller Art von Begrenzung oder begrenzter Vorstellung oder man könnte auch sagen festgelegter Meinung. Und die eigentliche Definition kann man auch an anderer Stelle finden. Da heißt es, es sind eigentlich zwei grundlegende Missverständnisse, denen man allerzeit unterliegt. Das eine ist zu glauben, dass etwas dauerhaft da sei. Und die andere ist zu glauben, dass etwas verschwunden und weg sei. So da und weg, das sind die beiden Extreme, denen man verfällt und denen man, wo man zu einer Meinung oder Festlegung kommt, dass die so oder so sei. Und so heißt die Definition von Madhyamaka von da und weg und so weiter, von jeder Art von Festlegung frei, das ist die Mitte. So bestimmt und von solcher Art frei ist das Ergebnis eines Weges, der alles daraufhin prüft, letztlich auch Dharmakaya. Madhyamaka als Weg ist ein Weg des Lernens und Prüfens und durch fortgesetztes Lernen und Prüfen, dass schließlich jede Festlegung von da, von Vorhandensein und weg, von Nichtvorhandensein als irrig erweist, dann wird das Ende dieses Überprüfens sein, dass wir in Dharmakaya selbst angelangen. Und darin ist eben einerseits nichts Greifbares zu finden, andererseits ist doch all dies wieder die Ursache für all das, was hier erscheint, so wie es in dem einem anderen Wort von diesem aus demselben Wunsch heißt. Nichts ist da vorhanden, denn selbst die Sieger, die Buddhas, haben es nicht gesehen. Es ist aber auch nicht vorhanden, denn es ist die Grundlage für Samsara und Nirvana. So, von beiden Festlegungen und Begrenzungen der Vorstellung frei, dass etwas dauerhaft da oder gar nicht vorhanden weg sei, das ist die Mitte und das ist Dharmakaya. Und Dharmakaya ist letztlich auch das, wohin alle anderen Wege führen. Es ist das Ziel des Weges von Mahamudra. Der wird dort als Vajradhara vorgestellt und ist im Kern nichts anderes als Dharmakaya. Es ist das Ziel des Weges von Dzogchen,
Dort wird es als Samantabhadra vorgestellt und ist im Kern doch nichts anderes als Dharmakaya. So Dharmakaya ist das eigentliche Ziel, zu dem alle Wege hinführen. Und so wie es dann mit einem anderen Wort benannt ist, als Preisung der Prajnaparamita, da heißt es, von allem Beschreibung, was nicht beschreibbar und nicht ausdrückbar ist, das ans Ziel gelangt zu sein durch weises Wissen ohne Entstehen und ohne Vergehen, wie von der Essenz des Raumes selbst. Es ist das Erfahrungsfeld der jedem einzelnen erkennenden ursprünglichen Bewusstheit. So ist es gepriesen und bezeichnet. Es ist weder beschreibbar noch ausdrückbar in Worten, noch hat es ein Beginn noch ein Ende. Es ist wie die Natur des Raumes selber und kann nur durch individuelle ursprüngliche Bewusstheit erkannt werden. This is very important to understand, to aware the